Ja, hallo, liebe Pilzfreunde, ich bin's wieder, euer Charlie, mit einem neuen Pilzefilm. Wir sind jetzt wieder hier an der Kerspe, im Kerspetal, gehen ein bisschen trüffeln hier. Mit dabei ist der Wolfgang aus Hohenlimburg. Ja, dann seid mal mit dabei, wünscht uns mal ein herzliches Trüff-Trüff und dann sage ich viel Vergnügen mit diesem Film. So, das ist der Wolfgang, der uns heute hier besucht. Schönen Dank. Ja, und jetzt gehen wir da hinten diesen Waldweg mal und gucken nach den Pilzen. Ja, ganz schön trocken geworden und es stehen auch schon lange nicht mehr so viele Pilze hier wie vor ein paar Tagen. Ja, hier steht ein flockenstieliger Hexenröhrling, den kann man erkennen. Ich schneide ihn mal ab. Flockiger Stiel und so einen rötlichen Schwamm hat er und das läuft sofort blau an. Ja, ein sehr hervorragender Speisepilz, der ist also qualitativ gleich dem Steinpilz zu setzen. Ja, so, hier haben wir noch einen Hexenröhrling. Der Hexenröhrling ist deshalb so ein guter Pilz, weil die keine Maden haben. Da geht die Made nicht dran. Ja, wenn sich hier der Sammler freut, er hätte einen Champignon gefunden. Das tut mir aber leid. Ja, die Knolle, die weißen Lamellen. Und oben dieser beflockte Hut, das ist ein Knollenblätterpilz, einer der tödlich giftigen Pilze, die wir hier in Deutschland haben. Ja, hier stehen auch Pilze. Und das sind Semmelstoppelpilze hier. Die kann man auch mit. Ja, und die Hexe lassen wir auch nicht stehen. Bitte? Ja, aber Wolfgang, der hat jetzt auch eine Hexe gefunden. Oh nein, das ist keine Hexe. Zeig den mal. Dreh den mal um. Der sieht oben ziemlich hell aus, aber unten und am Stiel ist er dunkel. Das ist ein Porphyröhrling. Ja, schön. Finden wir auch mal einen Porphyröhrling. Na, tut mir leid, den kannst du im Wald lassen. Leg den so hin, dass er aussporen kann. Ja, so. Ja, ein Marönchen. Ja, hier. Der geht. Ja, das ist noch ein schöner Pfifferling. Ja, hier wachsen Pfifferlinge ein paar, die nehmen wir mit. Guck mal da. Die ganz kleinen lassen wir mir stehen, aber die sind gut. Ich sag immer, da muss ein Ehering. Wenn der Ehering nicht mehr drüber geht, dann kann man ihn mitnehmen. Ja, das wollte ich auch mal nicht vorenthalten. Der ganze Wald steht voll Hallimasch. Ja, aber alles voll Hallimasch. Ja, hier. Ja, hier habe ich nochmal ein Kuhmaul. Man kann schön diese schleimige Schleimschicht sehen, die man dann abziehen muss. Den Pilz nehmen wir natürlich mit. Hier unten stehen noch mehr Kuhmäuler, aber die sind ziemlich überaltert schon. Und deshalb nicht mehr genießbar. Ja, überall Hallimasch. Ja, aber auch schon überall überständige Pilze. Also, wenn es nicht regnet und nicht nochmal ein Schub kommt. Naja. Schauen wir mal. Ja, das ist so langsam schade. Der Hallimasch, der kommt mit Macht. Die meisten Pilze sind schon vertrocknet. Aber vielleicht finden wir doch noch den einen oder anderen Pilz, den man mitnehmen kann. Ja, das sind jetzt die Reste an Pfifferlingen. Das wird es dann gewesen sein für dieses Jahr. Ja, das Wasser des Fleißes, das rinnt in Strömen von der Stirn. So, hier finden wir noch eine Stelle mit Semmelstoppelpilzen. Die nehmen wir natürlich mit, damit der Wolfgang in Hohenlimburg seine Pfanne vollkriegt. Danke. Bitte. Ja, da haben wir gerade einen Perlpilz gefunden. Da musste die Huthaut abgezogen werden. Und das macht der Wolfgang hier gerade. Die geschäftigen Waldameisen.
Ja, hier kommt der Hallimasch aus einer Birke. Aber wie gesagt, den sammeln wir heute nicht. Ja, wir können hier nur durch den Wald laufen und sehen leider nur vertrocknete Pilze. Das ist schade. Ja, gucke mal. Hier wachsen große Pfifferlinge. Der hat schon eine Spaltung vom Korb. Ja, hier so bei den Birken finden wir Pfifferlinge. Und da vorne, da steht sogar ein Raufuß. Den möchte ich mal von der Nähe aufnehmen, bevor wir den abpflücken. Das ist ein Birkenröhrling. Wie gemalt. Ja. Und das ist ein grauer Wulstling. Und hier ein einsamer Pfifferling. Action. Ja, der sieht aber auch schon zu alt aus, der Steinpilz. Ach nee, komm. Der ist schon überständig, den lass mal. Komm runter. So. Ja, Leute, die kennt ihr. Das sind Anis-Champignons. Da haben wir ein schönes kleines Dreierpärchen. Die nehmen wir natürlich mit. Ja, da überlegen wir noch, ob wir den nicht der Schwiegermutter mitbringen. Aber nachher kriegst du noch Spaß in den Backen, denn tödlich giftig sind die ja in seltenen Fällen. Aber dafür haben die eine andere Wirkung. Ja, diese Kameraden haben wir schon den ganzen Tag vermisst. Ein Steinpilz. Wir müssen den mal mitnehmen und mal hoffen, dass der keine Maden hat. Ja, ist schon schön, hier so am Waldrand vorbeizugehen. Da stehen ein paar Haarschleierlinge rum. Ja, hier haben wir einen Baumstoken, der ist voll mit Hallimasch, aber an der Seite haben wir schon Pilz am Pilz. Guck mal, da wird er schon richtig so wollig und kuschelig von Schimmel. Ja, es sind also viele überständige Pilze da. Ja, also die Pilzzeit ist jetzt immer vorbei. Wenn es jetzt regnet, dann könnte ja nochmal wieder was nachkommen. Aber im Moment sieht es so aus, als wäre es das jetzt erstmal gewesen. Ja, hier finde ich noch einen schönen Steinpilz. Ja, der wandert auch ins Körbchen. Und so hier am Waldrand gefunden. Ja, hier finden wir Raufüße. Ich nehme an, das sind Birkenpilze. Steinpilze sind das nicht. Das sieht man am Stiel. Die haben so kleine schwarze Stibbelkes am Stiel. Also sind das Raufüße. Ja, das ist jetzt unsere Ausbeute von Wolfgang und von mir. Leider stand der Wald voller trockener Pilze. Es geht so langsam zu Ende. Aber wir haben trotzdem gut gefunden. Ich sehe hier Hexenröhrlinge, Semmelstoppelpilze, Steinpilze. Ich sehe hier Raufüße, ob es nun Birkenpilze sind, ich weiß es nicht. Pfifferlinge sehe ich. Ja, und da haben wir jetzt noch den Wolfgang, den hat es gut gefallen. Den glücklichen Begleiter. Ja, der glückliche schön. Begleiter. Ja. Und ich darf mich dann auch verabschieden. Sage dann viel Spaß mit diesem Film. Trüff, trüff, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Charlie.